Es geht nicht ohne Liebe. Es geht nicht ohne Liebe. Es geht nicht ohne Liebe. Nein, das geht nicht. Aber das kann doch nicht wahr sein. Was heißt hier drei? 2 mal 2 ist 4. Zum Donnerwetter, jetzt wollen Sie mir als 50-jährigen Maschinenbauer noch das kleine 1x1 beibringen. So sah ich aus, als ich 18 war. Es war am Morgen des Tages, an dem ich mich das erste Mal verlieben sollte. Ein Tag wie viele andere. Vater war damals noch Chefingenieur im Messgerätewerk. Er stritt sich wieder einmal wie so oft mit dem Versorgungskontor herum. Was? Umlernen soll ich? Wie oft eigentlich noch? Mir sagst du immer, mit dummen Leuten soll man sich nur ganz leise unterhalten. Da habe ich diesen Menschen hier noch nicht gekannt. Wir schreiben heute eine Mathematikklausur. Darf ich deinen Rechenschieber haben? Nein! Im Regal drüben. Also gut, ich werde es Ihnen noch einmal in Ruhe erklären. Es ging um die 4. automatische Drehbahn für eine Taktstraße. Vater hatte mich mit Mathematik und technischen Problemen großgezogen. Mutter war noch am Ende des Krieges umgekommen. Mit 12 Jahren konnte ich manche von Papas komplizierten technischen Zeichnungen nicht nur lesen, sondern auch ausführen. In der Schule hielt man mich für so eine Art technisches Unikum. Ich hatte kaum Freunde. Zur FDJ ging ich nur selbst. Sie wollen den Antrag noch einmal überprüfen. Du bist ein Genie. Armer Vater. Viel Spaß bei der Mathematikarbeit. Klausen? Welche Form hat eine Konservenbüchse, wenn bei gegebener Oberfläche das Volumen ein Maximum ist? Differentialrechnung. Hast du schon raus? Breite ist gleich Höhe. Für jeden Gang 2 Maschinen. 2 Arbeitsgänge mal 2 Maschinen sind 4 Maschinen. Wieso nur 3? Tschüss. Und viel Spaß beim kleinen 1x1-Chefingenieur Klausen. Zu allem Unglück kam ich an jenem Morgen auch noch zu spät in die Schule. An der Wandtafel stand wie immer die Mathematikaufgabe. Nur war es diesmal keine Konservenbüchse, sondern ein Marmeladeneimer. In der oberen Ecke der Tafel stand der Name Peter Lemke. Immer wenn ein Neuer in die Klasse kam, musste er seinen Namen an die Tafel schreiben. Wir hatten also einen Neuen. Wie ist denn der Neue? Lass dir von ihm nicht den Kopf verdrehen. Bei mir hat er schon geschafft. Er sitzt hinten in der letzten Bank bei Conny. Sie haben wenig Zeit, Fräulein Klausen. Den Marmeladeneimer hatte ich in 10 Minuten geschafft. Für mich begann wieder die einsame halbe Stunde, die meine Klassenkameraden noch brauchten, um eine Mathematikaufgabe zu beenden. Guten Tag. Freundschaft. Herzlichen Glückwunsch. Wofür? Dass du schon mit der Aufgabe fertig bist. Talentsache. Oder? Mathematische Spezialbegabung eines Geisteskranken. Bekanntes Phänomen. Kommt allerdings bei weiblichen Wesen höchst selten vor. Es wurde ein regelrechtes Verhör. Er warf mir in einem Atemzug Schwachsinn, Streberei und Individualismus vor. Und trotzdem, bei all seiner Hochnäsigkeit, ich konnte mir nicht helfen. Der Junge fing an, mir irgendwie zu gefallen. Ist dein Vater der aus dem Messgerätewerk? Ja. Was soll das? Ich habe auf dem Kreis von ihm gehört. Er muss dein Abbild sein. Ein Querulant und Streber. Als Fachmann leider nicht ersetzbar. Ein Querulant ist er, weil sich gewisse Leute in Dinge hineinhängen, von denen sie überhaupt keine Ahnung haben. Weil... Mädchen, die ihre Beine in Hosen verstecken, haben bestimmt allen Grund dazu. Meine Beine sind hübsch. Warum ziehst du dich dann so komisch an? Weil es praktisch ist. Weil man sich überhaupt mehr an das Praktische halten sollte. Und da gießt du Blumen? Blumen geben Sauerstoff ab. Dann stell doch lieber Sauerstoffflaschen auf die Fensterbretter.
Tschüss. Das Pfeifen stört. So ein Angeber, dachte ich. Und doch hatte ich ein ganz komisches Gefühl. Ich spürte, ich hatte mich zum ersten Mal verliebt. Peter würdigte mich nach unserem ersten Gespräch keines Blickes mehr. Ich wollte dem Glück etwas nachhelfen und machte eines Tages einen Umweg zur Schule, um zwei Stationen mit ihm in dem gleichen Bus zu fahren. Aber ich wurde noch unglücklicher. Hoppla. Am Tage, als ich meinen Kniefall im Bus tat, wurden die Lernergebnisse unserer Klasse ausgewertet. Das Abitur stand vor der Tür und Peter gab im Auftrag des Lernaktivs die Analyse. Als ich rankam, verlor ich vollends die Nerven. Die Leistungen unserer Freundin Irene Clausen gehören unzweifelhaft zu den besten der Klasse. Ihre Erfolge aber hat sie auf Kosten der gegenseitigen Hilfe erzwungen. Außerhalb und sogar gegen das Kollektiv. Da hatte ich nun nächtelang gebüffelt und geschuftet, um ihm zu imponieren. Nun wurde ich vor aller Augen und ausgerechnet von ihm heruntergeputzt. Ich beneidete das Mädchen auf dem alten Bild. Ihr Liebster sah sie den ganzen Tag unaufhörlich an und wäre bestimmt nie auf den Einfall gekommen, von Lernergebnissen und Einzelgängerei zu reden. Vielleicht haben sie doch recht, Peter und die anderen. Aber der Mensch ist schließlich keine mathematische Gleichung. Außerdem ist es gar nicht so leicht, einen Fehler zuzugeben. Komm. Ich bin im Bus hingefallen. Wann ist es denn passiert? Heute Morgen. Aber seit 14 Tagen lässt du schon den Kopf hängen. Ich bin gegen das Kollektiv. Mir sagt man das auch manchmal. Was ich lieb, das neckt sich. Ich kann nichts dafür, dass ich mich so schlecht anschließe. Wann ist euer nächster Schülerball? Keine 10 Pferde bringen mich dahin. Du bist verliebt? Weiß er? Und er hat gesagt, du bist gegen das Kollektiv. Und dass ich ein Querulant bin, ein Streber und ein bourgeoises Element. Und dass ich lange Hosen trage, weil meine Beine krumm sind. Und dann steh mal auf. Ich sehe keine krummen Beine. Trotzdem hat er recht. Einige Tage später, ich saß gerade über den Logarithmen, brachte Vater eine Überraschung mit. Ich lass dich jetzt 10 Minuten mit diesem Pappkarton allein. Danach reden wir über euren nächsten Schülerball. Das Mauerblümchen kann ich auch hier spielen. Das sollst du mir in 10 Minuten sagen.
Was blieb mir anderes übrig, als auf den Ball zu gehen? Vater hatte die Anerkennungsprämie, die ihm der Betrieb zur Einrichtung der Taktstraße überreicht hatte, für die Sachen ausgegeben. Da sah ich Peter. Er kam auf mich zu. Am liebsten wäre ich ausgerissen. Aber die Neugierde, wie er sich verhalten würde, war stärker als meine Angst. Du zitterst nur. Mir ist ein bisschen kalt. Dein Rollkragenpullover war ihm doch zu etwas gut. Ich hole meine Stola. Bleib hier. Ich hole sie dir. Aber du weißt doch nicht, wo sie liegt. Im Klassenzimmer. Aber du weißt doch nicht, wie sie aussieht. Warum hast du mir eigentlich eine geknallt? Im Autobus habe ich mir fast ein Bein gebrochen. Deinetwegen. In der Schule habe ich mich angestrengt wie nie. Deinetwegen. Alles hat dich kalt gelassen. Aber dass du vor so einem Brokatfummel eingehst wie ein Primeltopf. Sei doch nicht so prosaisch. Schau mal, den Himmel. Spürst du nicht, wie es lockt? Das große Geheimnis der Jahrtausende, das Kreuzworträtsel der Welt, gelöst. Ich kapitulierte, obwohl ich ihm vorher eine gelangt hatte. Und es fiel mir so leicht, so leicht. Jetzt erst begann der Ball für mich. Ich hatte meinen Peter und war glücklich. Während der nächsten Wochen ließen wir keinen Nachmittag aus, an dem wir uns nicht trafen. Wir gingen spazieren, hielten uns an den Händen und waren glücklich. Doch bald fiel so etwas wie ein Wermutstropfen in unser Glück. Ich muss dir etwas beichten. Lies mal. Peter ist doof wie Brot. Lass den Unsinn. Guck mal, was ich kann. Hörst du zu? Stör mich nicht, sonst springe ich ins Pech und muss von vorne anfangen. Wir können uns bald nicht mehr sehen. Nur noch schreiben. In 3 Wochen, nach dem Abitur, gehe ich für ein Jahr auf die Baustelle nach Granow.
Seit wann weißt du das? Ich habe mich heute verpflichten müssen. Wieso müssen? Drücken konnte ich mich nicht. Erstens habe ich eine FDJ-Funktion in der Schule. Und zweitens hat das Kreissekretariat was mit mir vor. Wenn du also keine Funktion hättest, würdest du dich drücken. Ich rede doch nur deinetwegen so. Fast habe ich gefürchtet, meine gute Meinung über den untadeligen Peter Lemke ändern zu müssen. Ich schreibe dir jeden Tag. Und übers Wochenende besuche ich dich. Lass uns noch nicht nach Hause gehen. Wir müssen aber. Morgen ist Abi-Prüfung in Deutsch. Wir fahren zu mir in meine Bude. Wir pauken noch ein paar Dinge ein und... dann bleibst du bei mir. So ahnungslos war ich gar nicht, um dieses Angebot nicht zu erwarten. Aber es kam mir ein bisschen zu plötzlich. Bitte, komm. Dann bis morgen. Ich war traurig. Am liebsten wäre ich hinter Peter hier gerannt. Da kam mir ein Einfall. Warum bin ich bloß nicht früher drauf gekommen? Vater habe ich mitgeteilt, dass ich mich für ein Jahr auf die Baustelle der Jugend nach Grane verpflichtet hatte. Er sagte ironisch zu mir, in spätestens 14 Tagen wirst du die Nase voll haben und zurückkehren. Sicher ahnte er, dass ich mich nur Peters wegen nach Grane verpflichtet hatte. Peter wusste übrigens überhaupt noch nichts von meinem Unternehmen. Der sollte Augen machen, wenn ich in Grano plötzlich vor ihm aufkreuzen würde. Und dann kam der Tag, als wir der Schule Ade sagten. Niemand aus unserer Klasse war durchgefallen. Alles gut, Dankeschön. Manfred Gast. Das ist unser letzter gemeinsamer Tag. Beiß die Zähne zusammen. Du bist unser aller Vorbild. Wer sagt das? Wirst du gleich hören. Peter Lemke. Peter Lemke ist in der kurzen Zeit seines Hierseins allen unseren Schülerinnen und Schülern zum Vorbild geworden. Erst vor 2 Wochen stellte er erneut seinen guten Ruf unter Beweis, da er sich leider als einziger unserer Abiturienten dem grandiosen Aufbau des Erdölkombinats in Grano zur Verfügung stellte. Und dieser, unser Peter, legte sein Abitur mit Auszeichnung ab. Weiter so, Peter. Irene Clausen. Auch Irene Clausen ist es geglückt, ihr Abitur mit Auszeichnung zu bestehen. Da ihr Zensurdurchschnitt bei 1,084 aufgerundet 1,1 liegt, wurde sie vom Kollegium als Kandidat für die Verleihung der Lessing-Medaille vorgeschlagen. Gratuliere, Irene. Wo ist Peter? Dich hat's aber schön erwischt. Peter sollte dringend zum Kreissekretariat. Irgendwann. Nach der Abiturfeier rief ich sofort Peters Tante an. Ja, guten Abend, hier ist Irene Clausen. Ist Peter da? Von ihr erfuhr ich, dass Peter seinen Koffer gepackt und vor 10 Minuten das Haus verlassen hatte. Schon weggefahren. Danke. In der gleichen Nacht noch fuhr ich ihm nach. Während der ganzen Fahrt nach Grano hatte ich darüber nachgedacht, warum Peter sich nicht einmal verabschiedet hatte. Sicher war er noch enttäuscht und beleidigt wegen meiner Absage neulich abends. So ein Dummkopf. Thank you.
nee, nee, Fräulein Schnelte, das müssen Sie schon verstehen. Die Straße zur Baustelle ist in einem Zustand. Das macht mein alter Hobel nicht mehr mit. Da vorne über die Schranken, dann nehmen wir der Nase nach. Wo der meiste Dreck liegt, sind Sie richtig. Am liebsten wäre ich wieder umgekehrt. Aber irgendwo dort hinten in einer der vielen Baracken war Peter. Der Junge hinter dem Steuer erschien mir mit seinem Dumper wie ein Engel. Ich war durch bis aufs Hemd. Das Fahrgeld. Nicht so. Alibaba lässt sich nur in Naturalien bezahlen. Und jetzt geh mal schön mal rein und melde dich bei Anton. Wer ist denn das? Einsatzleiter und FDJ-Sekretär. Der macht alles. Hallo? Ist hier jemand? Sie. Aufwachen. Je früher der Morgen, desto vornehmer die Gäste. Was ist denn das? Mein Verpflichtungsschein aus Berlin. Bist du schon konfirmiert? Dein Benehmen finde ich ein wenig unverschämt, Jugendfreund. Ich komme hierher als freiwillige Helferin. Berlin soll uns lieber Leute schicken, die ein paar Pfund mehr wiegen. Warum sagst du eigentlich nicht, dass du frierst? Sieh doch den nassen Mantel aus. Nein. Ich hatte nach der Abiturfeier keine Zeit mehr, mich umzuziehen. Sonst hätte ich den Zug nicht mehr. Deine Unterlagen sind hier.
Hast du das gemacht? Wunderbar. Kannst du in der Planungsabteilung arbeiten? Uns fehlen Zeichner. Ich bin nicht hergekommen, um Bürosessel zu drücken. Ja, ja, das kenne ich. Du wirst im nächsten Jahr studieren. Und der Professoren die Schwielen an den Fingern zeigen. Schon bist du immatrikuliert. Dabei arbeitest du so viel, wie die Katze auf dem Schwanz davon tragen kann. Also abgemacht. Planungsabteilung. Nein. Gut, heb dir einen Bruch. Ohne Grund und ohne Zweck. Und sowas klaut mir die Nachtruhe. Dein Laufzettel. Wohnung, Baracke 6, Brigade, Regina Röppe, Nachmittagsschicht. Grabenbuddeln. Was stehst denn hier noch rum? In welcher Baracke wohnt denn Peter Lemke? Ah, daher der Aufzug. Ich bin doch kein Heiratsvermittlungsbüro. Sieh doch mal nach, bitte. Gerhard, Lemke Heinz, Lemke Peter. Angemeldet ist er, aber noch nicht eingetroffen. Aber er muss seit gestern Abend hier sein. Gestern war Sonntag, sieh dich draußen um. Die Jungs stehen gerade auf. Hey, wenn du in dem Fummel über die Baustelle läufst, hältst du unsere Jungs bloß von der Arbeit ab. Zierpuppe. Es ist Waldemar. Wie oft habe ich Peter an diesem Morgen noch zu erkennen geglaubt? Über den ganzen Bauplatz bin ich gelaufen. Wie groß er war, dieser Bauplatz. Fast begann ich zu zweifeln, meinen Peter je in diesem Durcheinander zu finden. Zum ersten Mal kam ich mit dem in Berührung, was ich bisher nur theoretisch und auf dem Zeichenbrett kannte und was ich so allgemein als sozialistische Wirklichkeit bezeichnet hatte. Dies hier hatte sogar so etwas Ähnliches wie Romantik. Hey du, wenn du schon willst, komm auf den Liegestuhl, hau ab hier. Als ich in das Zimmer kam, das mir der lange Kerl zugewiesen hatte, war ich den Tränen nahe. Guten Morgen. Guten Morgen, Kleines. Ich heiße Regina. Entschuldige, dass wir noch in den Betten liegen, aber wir hatten gestern Spätschicht. Was quatscht ihr denn da? Ich habe gerade von ihm geträumt. Da macht ihr mich wach. Guten Morgen. Morgen, morgen. Wer war's denn? Der Fahrer vom Turmdrehkran. Oh, der wäre mir zu hoch in den Wolken. Er hat mir erzählt,
wie es von da oben aussieht. Als erster sieht er die Sonne aufgehen, hat er gesagt. Heute in der Früh habe ich zugesehen. Was? Du warst heute früh schon auf dem großen Kran? Das hat sie geträumt. Unser Bau sah von da oben fabelhaft aus. Alles war schon fix und fertig. Die Zisternen mit Silberfarbe gestrichen, dazwischen grüne Rasen und die Häuser schneeweiß. Die Sonne ging auf. Und da habt ihr mich geweckt. Es tut mir leid um deinen Traum. Ach was. Wenn ich will, kann ich ja wirklich hinaufklettern und mir Grano von oben ansehen. Ich wollte die Hoffnung nicht aufgeben, meinen Peter noch an diesem Tag zu finden. Vielleicht saß er, den es ja in den Kosmos zog, auf einem solchen Turmkran. Und während ich mir hier unten die Füße nach ihm wund lief, genoss er da oben die Höhenluft. Moin! Regina, komm doch mal ins Fenster. Nein. Ich wollte mich nur entschuldigen. Das ist mir gleichgültig. Glaub ihr kein Wort, Ali Baba. Ich habe doch am Sonnabend nur mit der anderen getanzt, weil ich dich ärgern wollte, Regina. Du warst beleidigt, da habe ich ihm meinem Affen Zucker gegeben. Das ist mir Schnuppe. Ach, da ist ja auch das Kätzchen von heute früh. Gefällt's dir bei denen? Danke. Bums. Ich heiße Horst. Horst Neier. Irene Clausen. Das ist Reginas Freund. Was für Kindsköpfe waren Regina und Ali Baba doch. Statt froh zu sein, dass sie beieinander waren, spielten sie Katz und Maus. Bist du Irene Clausen? Ja. Die Post hat per Telefon ein Telegramm für dich durchgegeben. Liebe Kleine, freue mich, dich demnächst wieder in Berlin zu sehen. Unten stehendes Telegramm hat dich erreicht, Großvater. Liebe Irene, bin vom Kreissekretariat beauftragt, die Werbung für Grano zu leiten. Ich bleibe also bei dir in Berlin. Freust du dich, Großpeter? Ordnung? Danke. Gut. Gut, dass hinter mir das Bett stand. Wie verflucht ich jetzt meine Geheimniskrämerei. Hätte ich Peter früher von meinem Plan erzählt, wäre es nie zu diesem Malheur gekommen. Mochte Papa auch noch so spotten. Hier gab's nur eins. Zurück nach Berlin. 10 Minuten später stand ich wieder im Einsatzbüro, um mich abzumelden. Tausig. Gerd. Musikstudent. Na, da hätten wir ja einen. Arbeiten dürfen Sie hier, aber haben Sie sich schon mal fürs Ensemble vormerken lassen? Uns fehlen Leute im Orchester. Gut, mach ich. Also. Danke. Meierlein. Gustav. Herrenschneider. Aber schicken Sie mich nicht in die Kleiderkammer. Ich brauche frische Luft. Gut. Rohrlegerbrigade. Wenn du Schneider bist, kannst du auch Rohre schneiden. Ich bin Ingenieur in der Feinmechanik. Eigentlich sollte ich heute zur Leipziger Messe fahren, aber ich hatte mich vorher nach Grano verpflichtet und hier gibt's viel zu tun, denke ich. Die Worte davon fielen in mich hinein wie schwere Steine. Ingenieur verpflichtet. Wollte ich nicht auch Ingenieur werden? Von einer Baustelle geht man nicht eher weg, bis der Richtkranz hängt, sagte Vater. Und was würde Peter sagen, wenn ich kapituliere? Lass doch mal die Kleine da hinten vor. Der Stoffel da vorne am Tisch wäre sicher froh, wenn die Zierpuppe ihr Wort bräche. Am liebsten wäre ich davongerannt. Na, bist du nun zur Vernunft gekommen? Ich bleibe hier. Davon ist gar nicht die Rede. Ich will wissen, Baubrigade oder Planungsbüro? Baubrigade. Das war doch sowieso klar. Wozu bist du denn überhaupt noch mal hergekommen? Zierpuppe! Jetzt gab es keinen Weg mehr zurück nach Berlin und zu Peter. Die ganze nächste Woche hatte ich eine unbeschreibliche Wut auf den Stoffel im Einsatzbüro, auf Peter und sogar auf die Mädchen.
Am schlimmsten aber wütete ich gegen mich selbst. Und ich setzte meine ganze Wut in Arbeit um. Du Grünschnabel, sonst fällt so ein Ding auf deine große Klappe. Hier wird eine Gasleitung gebaut. Und das sind Wasserrohre. Rohr bleibt Rohr. Und Knallkopf bleibt Knallkopf. Hau ab! Das sind Wasserrohre. Die gehören hier nicht hin. Achtung! Bist du wahnsinnig? Man sollte dir in den Hintern versohlen. Kaum eine Woche hier reißt das Maul auf, dass man mit dem Trecker reinfahren kann. Was du da machst, ist Transportgefährdung. Ich bleib so lange hier unten sitzen, bis er die Rohre wieder wegnimmt. Was wird denn hier so gebrüllt? Wir sollen die Rohre abladen und die Tierpuppe stellt uns bei der Arbeit. Wann hättest du so ein Ding auf den Nischel gekriegt? Irene sagt, hier gehören andere Rohre her. Sie hat recht. Fahrt die Rohre zu den Kühlturm. Na gut, aber die sollen nicht so eine große Klappe haben. Sollen Berg aufbauen. Können nicht mal einen Hammer von einer Maurerkelle unterscheiden. Wenn du als Ingenieurstochter auch besser Bescheid weißt, dann sag das den Jungs anständig. Und sei nicht so überheblich. Die Arbeit auf der Baustelle machte mir viel Spaß. Aber die Sehnsucht nach Peter hatte mich ganz krank gemacht. Die Mädchen in meiner Brigade hatten längst bemerkt, dass mit mir etwas nicht in Ordnung war. Sie bemühten sich rührend um mich. Aber ich war störrisch wie ein Esel. Wie hat sich unsere Zierpuppe eigentlich bei euch eingelebt? Ein komplizierter Fall. Arbeiten kann sie. Von der Baustelle versteht sie mehr als manche, die schon Monate hier sind. Aber wir wären nicht recht warm mit ihr. Also ein komplizierter Fall von Einzelgängerei. Seid ihr dusselig da oben? Was soll denn der Quatsch? Verdammt nochmal! Da hast du deinen komplizierten Fall. Der Fall ist gar nicht so kompliziert, wie ihr das immer hinstellt. Irene ist wirklich ein prima Kumpel. Wir verstehen es nur nicht, sie aus ihrer Reserve rauszulocken. Mühe genug gibst du dir ja. Ich sah sie von der Lore aus während der Frühstückspause. Viel Aufregung. Der Stoffel war auch dabei. Meine Ahnung, dass sie mich vorhatten, trug nicht. Aber den Inhalt der Beratung habe ich erst viele Wochen später erfahren. Wie soll denn unser Kollektiv Einfluss auf Irene nehmen, wenn du sie wie einen geölten Blitz durchs Baugelände jagst? Wann sollen wir uns denn um sie kümmern? Ja, besonders ich. Du findest schon Zeit dazu. Wir haben mit den Genossen der Parteileitung bei der Auswertung der letzten Parteibeschlüsse einen Entwicklungsplan für die Jugend mit technischen Berufen ausgearbeitet. Irene will Ingenieur werden und da soll sie gefälligst alles von der Pike auf mitkriegen. Ich werde nicht schlau aus ihr. Sie arbeitet wie eine Verrückte, kritisiert aber an allem herum. An der Organisation, an der Technologie. Sie tut, als ob ihr die ganze Baustelle höchstpersönlich gehört. Gehört uns ja auch allen. Ich habe sie gründlich beobachtet. Sie ist sehr am Bau interessiert und versteht auch was davon. Interessant, wie sich die Männerwelt auf so ein Objekt orientiert. Quatsch. Zufällig weiß ich, dass Irene einen Freund hat, an dem sie sehr hängt. Aus den Augen, aus dem Sinn. Sprechen wir über Liebesaffären oder über Irene und das Kollektiv? Richtig, über Irene. Aber nicht hinter ihrem Rücken. Das ist Klatsch und Tratsch. Seht ihr denn nicht, dass sie mit so einer komischen Geheimsitzung aus dem Kollektiv ausschaltet? Natürlich ist es schwer mit ihr. Aber kümmert ihr euch mit der gleichen Liebe, die sie zur Baustelle hat, um sie? Es geht nun mal nicht ohne Liebe. Richtig. Endlich kam der Tag, als unsere Brigade übers Wochenende Urlaub bekam. Regina wollte ihre Mutter in Anklam besuchen. Ich hatte mich per Post mit Peter in Berlin verabredet. 3 Tage mit Peter allein. Irene, du hast Post. Er hatte für mich ein Bild aus der Zeitung geschnitten. Als ich es auseinanderfaltete, lachte mir Peters Gesicht entgegen. Darunter prangte die Zeile: Peter Lemke, einer der erfolgreichsten Werber für das Jugendobjekt in Grano. Ein Papierfetzen enthielt ganze 15 Worte. Können uns leider nicht übers Wochenende treffen. Muss zu wichtiger Konferenz in die Republik. Was ist denn los? Warum hast du denn den Brief weggeschmissen? Ich habe mich so aufs Wochenende gefreut.
Na und? Lest doch! Gut sieht er aus. Schick, Mann. Mann. Und in der Zeitung. Aber er ist nie da, wo er sein sollte. Wenn du schon hier bleiben musst, dann komm mit mir. Wir gehen mit den Jungs in die Kiesgrube. Baden. Hätte ich niemals geglaubt, dass du so brüllen kannst. Hab ich gebrüllt? Damals mit den Rohren? Das hat mächtig imponiert. So ein Dickschädel, dachte ich. Aber sympathisch. Du bist der erste Mensch hier in Grano, der mir ein Kompliment macht. Gefällt es dir jetzt besser hier? Oh ja. Besonders heute. Wir haben morgen noch einen freien Tag. Kommst du mit tanzen? Du, die anderen kommen auch mit. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht heißt vielleicht. Und vielleicht heißt ja. Ach was, du kommst mit. Das ist gemein von dir, mit ihm so anzubändeln. Wie kannst du sie nur so bedrängen? Sie hat es schwer genug. Ihr Junge ist in Berlin und schuftet wahrscheinlich im Pfundskerl. Regina liebt ihn. Manchmal weint sie sogar seinetwegen. Also lass die Kleine zufrieden. Mach dem Alibaba keine falschen Hoffnungen. Komm, wir nehmen ein paar Blumen mit ins Lager. Alibaba, komm doch mal her. Ja, was ist denn? Gib mir mal deine Hand. Da ist jemand, der dich sehr, sehr gerne hat. Die davon brauchen das nicht zu hören. Jemand, der deinetwegen sehr leidet. Aber das braucht doch nicht zu sein. Du gehst jeden Tag an ihm vorüber und merkst es nicht. Ich denke, du hast schon einen Jungen in Berlin. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Was soll denn das? Ich meine doch Regina. Die gibt mir ja dauernd einen Korb. Ich mag sie ja auch gut leiden, aber sie ist immer... Wenn du immer so zu ihr bist, wie du heute zu mir warst, bekommst du bestimmt keinen Korb. Meinst du? Regina ist heute zu ihrer Mutter nach Anklam gefahren. Vor der Baracke steht ein Motorrad. Nach Anklam sind es 45 Kilometer. In genauso 4 Minuten kannst du bei ihr sein. Gut. Du bist ein feines Mädel. Und wer noch einmal Zierpuppe zu dir sagt, dem hau ich derartig aufs... Du? Auf den Mund. Was hat er denn? Er fährt zu Regina. Oh, ein Prachtkerl. An diesem Nachmittag fühlte ich mich das erste Mal richtig froh in Grano. Am liebsten hätte ich die ganze Baustelle umarmt. Nicht einmal der stofflige, maulvolle Einsatzleiter an meiner Seite konnte mir die gute Laune verderben. Kaum hatte ich mich eingelebt, so wurde ich vom Stoffel in einen anderen Abschnitt versetzt und als Baggerführerin ausgebildet. Wenn der glaubte, er könnte mich damit schikanieren, so hat er sich geschnitten. Mir machte das einen Heidenspaß. Aber auch beim Baggern blieb es nicht lange. Als hätte es der Einsatzleiter darauf angelegt, mich nirgends zur Ruhe kommen zu lassen, trieb er mich über den ganzen Bauplatz. Aber ich machte ihm nicht den Spaß zu meutern. Immerhin lernte ich auf diese Art und Weise die ganze Baustelle kennen. Aber ich wurde immer wütender auf Stoffe.
Schließlich landete ich bei den Maurern. Ein Stein, ein Kalk, ein Stein, ein Kalk. Wie im Mittelalter. Schluss jetzt, Mädel, mach Feierabend. Ja. Feierabend! Jetzt reicht's mir aber. Wer gibt dir eigentlich das Recht, mich wie einen Hasen kreuz und quer über den ganzen Bau zu jagen? Kaum habe ich mich mit deiner Arbeit vertraut gemacht, jagst du mich schon wieder woanders hin. Du hast dich aber vertraut gemacht. Natürlich. Na, siehst du? Was, na, siehst du? Ich denke, du willst Ingenieur werden. Jedenfalls ein besserer, als du jemals werden wirst. Und lass dir ein für allemal gesagt sein, was du mit mir machst, ist himmelschreiende Schikane. Aber ich lass mir meine Arbeit hier nicht verekeln. Schon gar nicht von so einem Staffel! Draußen tat mir Anton leid. Er saß oft halbe Nächte nach Feierabend in seinem Büro, um den notwendigen Schreibkram für unseren Planabschnitt in Ordnung zu halten. Nun hatte ich ihm noch seine Zeichnung verdorben. Ich wusste, wie schwer es seine klobigen Finger hatten, mit der Reißfete fertig zu werden. Mit der Herumjagerei hat er vielleicht auch nicht so unrecht. Natürlich musste ich den ganzen Bauplatz kennen. Es sollte ja mein Beruf werden. Darum ist es nicht schade. Das hier ist Grobschmiedarbeit. Du willst Ingenieur werden? Kriegst nicht mal eine anständige Zeichnung zustande. Ich hörte, dass du im Herbst die Aufnahmeprüfung für die Ingenieurschule ablegen willst. Genau wie du. Das schaffst du nie. Ich komme kaum zur Vorbereitung. Der Zeichner, den sie mir geschickt hatten, ist krank geworden. Ich helfe dir abends 2 Stunden. Aber nur, wenn du auch anschließend etwas theoretisch arbeitest. Ich mache das nur so als Ausgleichssport. Und bilde dir ja nichts darauf ein. Du... Stoffel. Und dabei blieb es. Am Tage die Arbeit... Und abends zeichnete ich für ihn. Anschließend bereiteten wir uns gemeinsam auf unser Studium vor. Wir wälzten Bücher und in unserem Schädel drehten sich Mühlräder. Indessen raste mein armer Peter sicher in der ganzen Republik herum, um Leute für den Bau zu werben. Er war so beschäftigt, dass immer wieder etwas dazwischen kam, wenn wir uns in Berlin verabredet hatten. Es war zum Heulen. Aber plötzlich tauchte er in Grano auf. Kompliment, junger Freund. Sie haben sehr hübsche Braut. Entschuldigen Sie, Genosse. Es ist meine Schwester. Schwester, versteht. Es gab mir einen Stich. Warum bekannte er sich nicht zu mir? Eine halbe Stunde später fuhr die Delegation wieder ab. Du musst das verstehen, Kleines. Ich habe vom Ministerium für Kultur den Auftrag, die bulgarischen Genossen zu begleiten. Wenn ich dich als mein Mädel vorstelle, verlangen sie, allein weiterzufahren, damit ich bei dir bleiben kann. So sind sie.
Aber ich muss mich an meinen Auftrag halten. Deshalb die Schwester. Verstehst du das? Er ließ mir keine Zeit, es zu verstehen. Denn der Bus fuhr schon ab. Ich will dich nicht halten, Ingrano. Du warst lange genug hier. Wenn du dich ohne ihn nicht wohlfühlst, dann fahr. Ich würde es dir nicht übel nehmen. Er steckt bis über den Kopf in der Arbeit drin. Was soll er von mir denken, wenn ich meine Arbeit hier im Stich lasse? Es würde mir wirklich schwer fallen, wegzugehen. Gerade jetzt, wo das unübersichtliche Konturen bekam und Gestalt annahm. Menschen lebten um mich, die mich kannten und deren Leid und Freude ich teilte. Nach einiger Zeit ging ein sehnlicher Wunsch, mit dem ich nach Grano gekommen war, in Erfüllung. Mein Ballkleid hatte sich in ein Brautkleid verwandelt. Nur war nicht ich die Braut und Peter der Bräutigam. Das Paar hieß Regina und Ali Baba. Regina hatte mir feierlich versprochen, sich vorzusehen, damit das Kleid für meine Hochzeit auch noch taugen konnte. Ich hatte mich verspätet. Pech, wenn man keinen motorisierten Freund zur Stelle hat. Wenn uns eine in der Straße geheiratet hat, dann haben die alten Weiber auch der Braut nachgeheult. Ich soll doch die Hochzeitsrede halten. Liebe ist nicht nur ein großes Vergnügen, sondern auch eine große Last. Man muss nämlich jeden Tag gewaltig darauf aufpassen, seinem Liebsten immer aufs Neue zu gefallen. Prima. Ein Liebender und Geliebter muss so handeln, dass alle, die ganze Menschheit, ihn achten und verehren. Nur dann wird er dauernd von seinem Liebsten verehrt werden. Geht einem Liebenden die Achtung der Menschen verloren, verliert er auch seinen Geliebten. Und das Leben wird eine traurige Angelegenheit. Darum wollen wir darauf trinken, dass Regina und Ali Baba sich immer lieben können. Tust du mir einen Gefallen? Gern. Du musst mir einen Brief an Wolfgang aufsetzen und alles reinschreiben, was du eben gesagt hast. Über Nacht wurde ich sozusagen zur Theoretikerin in Liebesdingen und zur Briefstellerin für die ganze Brigade. Und war doch selbst die unglücklichste aller Liebenden. Im Herbst fuhren Anton und ich zu den Aufnahmeprüfungen der Bauingenieurschule nach Schwerin. Anton hatte sich in der letzten Zeit von seiner besten Seite gezeigt. Er paukte fleißig unter meiner Leitung technisches Zeichnen und Mechanik. Das Herumrennen auf dem Bauplatz freilich hatte er mir nicht erlassen. Fräulein Clausen, kommen Sie bitte nach vorne in die erste Reihe. Ich schaue gern hübsche Mädchen an. Und außerdem kommen Sie nicht in die Verlegenheit abzuschreiben. Ich bin ohnehin fertig. Ist Ihnen Ihr Gehirnschmalz ausgegangen? Ich wusste nicht, dass viel Schreiben gleich gut Schreiben ist. Mir kam es auf den theoretischen Kern der Frage an. Praktische Fragen kann ich in der mündlichen Prüfung beantworten, falls es gewünscht wird. Wir werden Ihrem Mitteilungsbedürfnis keine Schranken auferlegen. Ich traute meinen Augen nicht, als ich meinen Vater in der Prüfungskommission sitzen sah. Er nickte mir unmerklich zu und tat im Übrigen so, als würde er mich nicht kennen. Der Bebrillte kannte bei der mündlichen Prüfung keine Nachsicht. Wie gut es jetzt für mich war, dass Anton mich monatelang kreuz und quer über die ganze Baustelle gejagt hatte. So konnte ich alle Fragen, die mit der Praxis einer Großbaustelle zusammenhängen, einigermaßen beantworten. Thank you.
Mein Widersacher gab schließlich erschöpft auf. Ich danke Ihnen für Ihre Antworten. Sie haben bestanden. Bestanden. Beide bestanden. Bestanden, 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 bestanden. Nach der Prüfung hat Vater Anton und mich zu einer Tasse Kaffee eingeladen. Ich hatte dich kaum wiedererkannt, als du in den Prüfungsraum kamst. Habe ich dich in der Prüfung blamiert? Du bist älter geworden und gewachsen. Keinen Zentimeter. Über dich war ich auch erstaunt. Sag jetzt nicht, dass ich ebenfalls älter geworden bin. In meinem Alter kann man sich das nicht mehr erlauben. Wie hat sich meine Tochter angestellt in Grano? Mir erscheint, sie hat allerhand gelernt. Sie kommt aus einem guten Stall. Wie läuft der Bau? Vater erläuterte Anton in einer ausführlichen Beschreibung, wie sich die Arbeit auf einer Großbaustelle mit wenigen Mitteln weitgehend mechanisieren lässt. Als Anton schließlich mit seinen Vorstellungen herausrückte, entstand bald der schönste Streit. Das war bei den beiden Eisenköpfen gar nicht anders zu erwarten gewesen. Spät am Abend brachen wir auf. Vater nach Berlin und wir nach Grano. Dieser Anton ist ein Diamant. Etwas ungeschliffen noch, aber... Diamanten sind alle ungeschliffen, Paps. Am Tage meiner Abreise nach Berlin hatte ich Peter ein Telegramm geschickt. Obwohl ich mich unbändig auf Berlin freute, war ich zugleich ein bisschen wehmütig. Es fiel mir schwer, das zu verlassen, was mir zur zweiten Heimat geworden war. So weitermacht, verpasst die Rede noch ihren Zug. Am schlimmsten ist, dass ich meine Briefe jetzt alleine schreiben muss. Kein Problem. Du nimmst dir einfach klassische Liebesbriefe und setzt Wolfgangs Namen an. Vergiss deinen Hauptkreis. Was machst du in der Zwischenzeit? Ach, ich bleib die beiden Monate bis zum Studium hier. Uns fehlt ein neuer Einsatzleiter. Mach's gut. Tschüss. Wenn der jetzt nicht kommt, können wir es gleich bleiben lassen. Mir schlug das Herz bis zum Hals. Freude und Neugier, Erwartung und ein bisschen Furcht. Vor allem aber die Sehnsucht nach meinem Peter. Eine Mischung zum Singen und zum Heulen. Als der Zug in Lichtenberg einfuhr, war Peter nicht da. Warum warst du, Lausejunge, nicht am Bahnhof? Nein, nicht morgen, heute. Fahrplanmäßig, ohne Verspätung. Wer singt denn da bei dir? Hübsche Stimme hat deine Tante. Freust du dich? Gut. Gleich am Café Warschau. Und was dann? Einkaufen. Schön. Und 200 Gramm Tilsiter, bitte. Den hat der Herr Gemahltruben schon eingekauft. Waren Sie im Urlaub? Nein, der fängt heute erst an. Sie sind so schön braun gebrannt. Ihr Mann sieht dagegen wie ein Bleichgesicht aus. Dankeschön. Alle hielten uns für ein junges Paar. Und mich für eine frisch gebackene Hausfrau. Das Merkwürdigste war, ich hielt mich selbst schon für Peters Frau. Ich bin auch ohne Zögern mit ihm in seine Wohnung gegangen. Er sagte gleich, in unsere. Mit Vater komme ich schon ins Reine. Wenn ich sage, Peter wird mein Mann, gratuliert er mir morgen nachträglich zur Verlobung. Du kannst ruhig laut auftreten. Meine Tante ist 8 Tage beruflich außerhalb. Meine Bude.
Peter, Peterle, aufwachen. Liebes. Aber Kindchen, was ist denn? Magst du mich auf einmal nicht mehr leiden? Dummer du. Ich bin ja so schrecklich verliebt. Aber der Wecker, du musst doch aufstehen. Lass nur. Ich weiß gar nicht, wo du arbeitest. Ich spiele zur Abwechslung mal Hilfszeichner bei der Straßenbauverwaltung. Du spielst? Wie kann man nur so nüchtern sein? Nach dieser Nacht. Aber jetzt ist Tag und die Arbeit fängt an. Los, raus, du Schlingel! Na, warte! Pfui, ab erst waschen! Gut, ich gehe ins Badezimmer. Und du? Lass mal ein bisschen schauspielern, hm? Was soll ich denn spielen? Du spielst meine Tante Zimmerwirtin. Ruf's beim Chef an. Dein Neffe Untermieter hätte Grippe. Aber das geht doch nicht. Nummer auf dem Zettel. Beim Telefon, oben links. Nur einmal Blütertop, da-da-da-top, im Jahr der Meistertop, da-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 da
Angebetet haben ihn die Gänse. Tja, und jetzt bin ich bei ihm. Schon ein halbes Jahr. Und keine Klagen. Toi, toi, toi. Ach, da ist sie ja schon. Wissen Sie, warum ich ihn noch hab? Weil ich mich rar gemacht habe. Man darf nicht gleich ins Bett springen. Das kommt dann von ganz allein. Jetzt habe ich ihn am Bändel und der kommt mir nicht mehr raus. Alles kann man mit ihrem Bruder anstellen, nur ernst nehmen darf man ihn nicht. Meinetwegen soll er schwindeln, prahlen, angeben. Hauptsache, er braucht mich, wie das tägliche Brot. Und seine schlechten Seiten gewöhne ich ihm schon nach und nach ab. Ich werde die Zügel schon anziehen. So, jetzt muss ich aber schnell weg, meine Pause ist gleich vorbei. Wiedersehen, Schwesterchen! Und da putze ich noch die Wohnung. Freundschaft. Freundschaft? Ach, Irene Clausen. Wie geht's? Wir haben viel Gutes gehört über dich aus Grano. Was ist mit Peter Lemke los? Tja, Peter Lemke. Wir sind auf ihn reingefallen, genau wie du. Charmant, lustig, belesen, studiert. Ein Kerl zum Bäume ausreißen. Plötzlich merken wir, er hat Angst vor Schwierigkeiten. Hochstaplerallüren. Schlimm wurde es erst dann, als die ersten Klagen kamen wegen seiner Mädchengalerien. Die Bilder wechselten recht häufig. Er pumpte sich Geld, vergaß es zurückzugeben. Wir dachten, vielleicht bekommt ihm die Berliner Luft nicht und schickten ihn zur Werbung für Grano in die Republik. Das nächste, was wir von ihm hörten, war, dass er ausländische Delegationen für das Kulturministerium betreute. Er soll das sogar sehr gut gemacht haben. Dann pumpte er die Gäste an, machte Spesengeschichten. Wir haben ihm trotzdem nicht die Polizei auf den Hals geschickt. Übermorgen findet eine Aktivtagung statt, zu der Peter eingeladen wird. Wir werden ihm eine letzte Chance zur Bewährung geben. Ziellos und benommen wanderte ich durch die Stadt. Hatte keinen Hunger und keinen Durst. Ich fühlte mich so beleidigt und durch den Schmutz gezogen, dass ich die Achtung vor mir selbst verlor. Wohin? Unerwartet stand ich plötzlich vor unserer Haustür. Konnte ich hineingehen, als wäre nichts geschehen? Nach dieser Nacht und nach diesem Tag durfte ich Vater so wehtun? Ich ging fort und ließ meine Füße für mich denken. Endet meine Geschichte und eine andere, eine ganz andere beginnt.